Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Project Hospital auf meinem Kanal. So, wir haben ja auf jeden Fall ein paar Leute, die versorgt werden wollen. Der muss noch befragt werden, das ist klar. Wir haben noch einige Möglichkeiten oder was wir machen müssen. Der hier ist soweit eigentlich versorgt. Geht okay. Die Patientin, die ist soweit versorgt. Transport zum Zimmer. Die wird jetzt zum Zimmer transportiert. Die kriegt jetzt noch die Protonenpumpenhemmer. Okay. Phosphorisiert, der Patient kollabiert. Okay, das ist nicht gut. Komplizierte Diagnose ist auch nicht gut. Was machen wir da? Was könnte das sein? Das könnten diese fünf Diagnosen sein, ne? Die Salmonelleninfektion ist eine der gängigsten bakteriellen Infektionen des menschlichen Verdauungstraktes. Wir könnten eventuell, wir wollen ja mal beobachten, wir werden eventuell mal mit einer Stuhlprobe arbeiten. Das würde ich mal gerne machen und der geht bitte auf die Überwachung. Okay. Das wäre nett. Okay, Patient kollabiert. Nächster Patient kollabiert. Na super. Körperliche Untersuchungen abhören. Blutdruckmessung. Bitte die Sachen als erstes. Danke. Die Patientin ist kollabiert. Die hat auf jeden Fall noch ein paar Untersuchungen vor sich. Maßnahme ist abgeschlossen. Wartet auf einen freien Untersuchungsraum. Aber da ist nichts bei rumgekommen, ne? Ne. Favorisierter Patient wurde behandelt. Sehr gut. Die geht bitte auch auf Code Blau. Danke. Die wurde behandelt. Okay. Die hatte eine Tibia-Spiralfraktur. Alles wurde behandelt, das ist gut. Genau, 375. Okay. Dann geht es noch zur Apotheke, damit ist sie auch aus unserer Liste raus hier, ne? Ja. Mit Sicherheit. Wie sieht es mit ihr aus? Ja, die wartet auf einen freien Untersuchungsraum. Was soll gemacht werden? CT, ne? Wir brauchen mehr CT und MRT wahrscheinlich, ja. Ich glaube, das wäre ganz, ganz sinnvoll. Kommt der Patient rein? Da hatten wir schon was gesagt, was gemacht werden soll. Die hier wird gerade zum Zimmer transportiert. Die kriegt jetzt noch die Protonenpumpenhemmer. Das sollte hoffentlich klappen. Das ist klar. Die EGID-Tests wurden abgeschlossen, aber auch die haben nichts gebracht, ne? Nee, nicht wirklich. Hier. Da waren sie. Wo sind sie? EGID-Proben. Die haben nichts gebracht. Okay. Weil wenn sie was gebracht haben, dann geben sie so grüne Symbole. Und nächster Notfall hier, der mit dem RTW gerade kommt. Transport zum Zimmer. Ja klar, das kriegt er sofort. Das ist gut. Laufen, wir machen direkt eine körperliche Untersuchung bitte. Und dann geht er aber bitte zum Röntgen. Dann kriegt er noch einen Verband. Empfehlungen, Analgetika. Dann wird bitte hier geackert, bis der Arzt kommt, ne?
Wäre zumindest nett. So. Ja, was hätte der? Der hätte eine offene Femurfraktur. Offener Knochenbruch des Oberschenkels ist eine Fraktur mit offener Wunde, Hautverletzung und disloziertem Knochen. Okay. Bringt alles relativ viel Geld, ne? Das am meisten. Die komplizierte Femurfraktur. Also alles Sachen für die Orthopädie eigentlich an sich, ne? Das ist schon heftig. Liegt im Bett. Ja, die Ärzte sind hier überfordert. Die Schwestern sind überfordert. Die Notaufnahme ist generell überfordert. Hier ist alles komplett voll. Ja. Ja, da müssen wir definitiv ausbauen. Und das dringend. Und das dringend, ne? Die Notaufnahme hier an sich ist komplett überlaufen. Ja, alle Betten belegt außer eins gerade. Die wird gerade in die Kardiologie transportiert, aber auch hier, ne? Das ist schon heftig. Dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze jetzt aus, ne? Wir werden. Okay, nächster Notfall. Transport zum Zimmer. Die beobachten, danke. Die kriegen eine körperliche Untersuchung, abhören, Inspektion der Mundhöhle und Blutabnahme, bitte. Was hat hier? Xylothorax entdeckt. Okay. Röntgen des Torsos. Pleuropunktion braucht sie. Okay. Dann macht bitte die Pleuropunktion. Die geht in die Innere. Bitte. Transport zur Untersuchung, okay. Wir brauchen keine Untersuchung mehr, bitte. Die geht jetzt bitte. Hallo, ich hätte gerne bitte die Abteilung ausgewählt. Wir haben alle Symptome aufgedeckt, Leute. Die braucht keine Untersuchung mehr. Ihr braucht jetzt dringend die Pleuropunktion. Ich kann keine Abteilung wählen, Leute. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Übrigens, ich habe noch eine Mod mit reingenommen, wo wir, glaube ich, mehr Etagen bauen können als 6. Dann können wir, glaube ich, bis zu 12 Etagen bauen hier im Krankenhaus. Das wäre natürlich nochmal optimal. Dann hätten wir natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten hier. Ja, beobachten wir. Wir machen einmal, körperliche Untersuchung wurde gemacht. Wir machen mal am besten Atemprobleme. Ich hätte gern Abklopfen des Thorax gemacht. Danke. So. Die wird zum Zimmer transportiert. Nee, zum CT. Okay. Es wird trotzdem noch ein CT gemacht, obwohl das eigentlich nichts mehr bringt, ne? Egal. Aber abbrechen kann ich das nicht, ne? Nö. Das ist jetzt schwachsinnig. Okay, nächster Notfall. Wartet auf Bett. Na super. Ja, wir sind hier komplett überlaufen, ne? Wir sind echt komplett überlaufen hier. Die bringt viel Geld, ne? Ja, ich kann nichts tun. Leute, ich kann echt nichts tun. Die geht bitte auf die Innere. Danke. Dann kann die nämlich dann auf das Bett, ne? Wir müssen hier definitiv ausbauen. Patient kollabiert. Die wollte ich beobachten. Die Patientin ist kollabiert. Wo ist sie?
Okay, beobachten, bitte. Ey, jetzt haben wir kein Bett im TC frei, ne? Na super. Ja, das ist mir egal. Jetzt haben wir kein TC frei, ne? Das ist mies. Das ist echt mies, ne? Der geht bitte auf die Orthopädie. Transport zum Bett. Das ist definitiv Orthopädie. Nicht genug tragen. Dass es nicht genug tragen für den Transport gibt. Innere Medizin war hier. Okay. Das war die innere Medizin, ne? Korrekt. Dann holen wir uns hier mehr Tragen. Dann bauen wir hier noch eine Trage hin. Und dann holen wir hier noch eine Trage, ne? Sollte passen. Ja. Dann werden wir den Korridor hier nochmal ausbessern. Korridor. Hier machen wir den Korridor auch nochmal. Das sollte passen. Das sollte hoffentlich passen, ne? Ja, ich weiß, es gibt keine freien Möglichkeiten für. Ne? Ja. Genau das. Genau das, Leute. Die Notaufnahme muss wesentlich größer werden, ne? Nur wie sollen wir das anstellen? Das ist das Problem, ne? Wie sollen wir das ganz genau anstellen? Wir haben jetzt aktuell, ja, hier haben wir sowieso heute verdammt viel ausgegeben. Das ist echt richtig heftig, was wir ausgegeben haben. Aber wir haben bisher gut Plus gemacht, ne? Das ist das Gute. Bisher gut Plus gemacht. Ich würde vorschlagen, haben wir noch Platz hier? Ein Bett frei, ne? Ist nicht viel. Aber die Ärzte sind auch total überfordert hier, ne? Die erste Schwestern sind komplett überfordert. Wie sieht's aus mit dem Labor hier? Kommen wir mit dem Labor zumindest klar? 6, 7. Ah. Sollten wir wohl nochmal welche einstellen, ne? Dass die sich auch mal Pause gönnen können und alles, ne? Weil die sind auch irgendwann auf, ne? Die Leute. Aber sieht aktuell ganz gut aus hier. Sieht aktuell zumindest ganz gut aus, ne? Ja. Wir werden trotzdem noch hier einen weiteren einstellen. Fürs Labor. Wäre, glaube ich, ganz praktisch. Diagnose festgestellt, 210, okay. Dann gehst du bitte auf die Intensivstation, Einweisung ITS. Dass dir das Bett wieder frei wird. Warte, Transport zum Bett, achso. Er geht direkt auf die Chirurgie, okay, perfekt. Dann kriegt er Magenmittel und alles. Ach, Leute. Milzprellung, Leberquetschung ist auch Chirurgie-Sache, ne? Dann geht da auch in die Chirurgie, ne? Weiter auf Transport zum Bett. Hier wurde eine Pankreasprellung, festgestellt. Ihr kriegt dann die Ernährung dazu. Transport zum Zimmer. Damit wäre sie dann eigentlich auch behandelt. Favorisierte Patient kollabiert. Wo ist sie? Dann kriegt die bitte definitiv hier die Herzoperation. Die Herzoperation würde ich gerne machen. Intensivstation. Ja,
Nee, Intensivstation braucht sie nicht, ne? Doch, Intensivstation, definitiv. Und die braucht definitiv die OP. Machen wir noch ein Langzeit-EKG, bitte? Das wäre nett. So, was hat der hier? Diffuse Axonenverletzung. MRT zeigt multiple Befunde, die mit diffusen Hirnnervenverletzungen einhergehen. Okay, heftig. Weitere Untersuchungen braucht er nicht. Er kriegt jetzt noch die Behandlungen hier dafür. Dann ist der zumindest auch erstmal durch soweit, ne? Ja. Wie sieht's mit ihr aus? Sieht nicht ganz besonders gut aus, ne? Sieht nicht besonders gut aus. Und die Ärzte sind überfordert hier, ne? Ja. Bedürfnis ist kritisch, hungrig. Das sieht nicht gut aus, leider. Dementsprechend sind die auch nicht wirklich leistungsfähig, ne? Und deswegen machen sie wahrscheinlich auch etwas Fehler, etwas mehr Fehler oder sind nicht so wirklich gut dann dabei bei der Ausführung, ne? Also spricht Leistungsabnahme. Wir werden jetzt einmal probieren. Wir müssen eigentlich ausbauen, ja, aber wie? Wie, Leute, ne? Das ist das Problem. Wie sollen wir ausbauen? Wir müssen ausbauen und zwar würde ich vorschlagen, wir holen weitere Zimmer. Ja, wir holen ein weiteres Zimmer hiervon. Wir werden das aufbauen. Kostet uns 16.000, ne? Das ist verdammt viel Geld. Ja, das ist verdammt viel Geld. Aber wir müssen es machen, auf Dauer, ne? Die Patienten müssen sich hinlegen können und alles. Wir werden wohl auf Dauer hingehen und hier die Zimmer auflösen. Die Zweierzimmer, die Zweibettzimmer, ne? Und dann generell eigentlich nur Vierbettzimmer machen. Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen auf Dauer, ne? Das wird gar nicht anders möglich sein, Leute. Mhm. Dann würde ich sagen, wir verlegen die Zimmer. Schmutzige Etage, ja, ich weiß. Das regeln wir aber noch. Ah, Leute, so viel zu tun hier, ne? Röntgen, Röntgen. Transport zum Zimmer. Transport zur Untersuchung. Ja, das dauert alles hier, ne? Die sind auch ziemlich überlastet hier, ne? Das ist das Problem. Eine Untersuchung nach der anderen, ne? Und das kann eigentlich dann nicht gut gehen. Auf Dauer. Das kann dann eigentlich nicht gut gehen. Dann würde ich sagen, wir verschieben Wie machen wir das am besten? Wie gehen wir das am besten an, Leute? Sollen wir die beiden Räume auflösen? Und hier dementsprechend ein großes Vierbettzimmer erstmal planen? Das wäre die einzige Maßnahme, die wir machen könnten, ne? Die auch, sag ich mal, sinnvoll wäre. Dann machen wir es auch mal. Komm, lösen wir die beiden Zimmer auf. Die müssen natürlich dann in einen neuen Raum verlegt werden. Das wäre hier der Fall, ne? Aber es geht nicht anders. Ja, ich weiß. Es geht nicht anders, Leute. Wir müssen schauen, dass die Leute hier definitiv verlegt werden. Ja, ich weiß. Die Leute müssen auf jeden Fall verlegt werden, ne? Damit wir hier dann anschließend noch einen weiteren Raum hiervon
aufbauen können. Dann können wir die nächsten Räume auflösen und dann die vier Bettzimmer hier der Reihe nach aufbauen. Das wäre, glaube ich, wichtig. Wir brauchen definitiv Platz. Aber ich gucke jetzt mal eben bezüglich der Etage. Hier können wir nichts mehr machen, ne? Nee. Hier können wir soweit nichts mehr machen. Das ist klar. Das wäre noch die Etage. Das ist Etage Nummer 4. Können wir dann noch eine machen? Nee, ne? Wir schauen mal. Baulich. Neues Stockwerk. Ja, wir können auch weitere Etagen bauen jetzt. Wir können auf 12 Etagen hochgehen, Leute. Auf 12 Etagen können wir hochgehen. Das ist perfekt. Und das ist das, was wir später auch definitiv brauchen werden. Wir brauchen mehr Platz, mehr Fläche. Und da wird das definitiv gut sein, wenn wir dann definitiv dementsprechend hier was machen, ne? So. Das nächste Projekt wird werden, eigentlich das Labor hier umzusetzen, um zu platzieren. Okay. Hier wurde ein Symptom aufgedeckt. Und eine Diagnose festgestellt, ne, für 3040. Das heißt, ihr braucht auch keine. Ja, ich würde trotzdem noch eine Untersuchung, die Untersuchung weitermachen, bis die das letzte Symptom noch aufgedeckt wurde. Das ist, glaube ich, noch ein kritisches Symptom, ne? Ja. Wird noch ein kritisches Symptom, glaube ich, sein. So, was hat die hier? Und die ist auch ganz schön kritisch hier. Achtung. Ja. Das ist nicht gut. Langzeit-EKG bitte. Körperliche Untersuchung. Und die kriegt die Bluttransfusion und alles bitte. Ganz, ganz dringend. Ein vollchirurgischer Brusteingriff. Ein vollchirurgischer Brusteingriff, ne? Traumatologie. Die muss im besten Falle sofort operiert werden. Bluttransfusion, das ist klar. Machen wir mal. Wir müssen CT machen. Wir brauchen mehr Röntgen-Sachen, ne? Röntgen bzw. Radiologie, ne? Da brauchen wir wesentlich mehr zur Möglichkeit. PRC-Test, okay, da ist nichts mehr rausgekommen. Das wird noch gemacht. Was können wir noch machen? Wir können noch in CT gehen. Ja, das wird die Möglichkeit noch, ne? Das wäre noch die Möglichkeit, okay. Gut, aber ihr seht gerade, die Folge ist vorbei, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit am Start seid. Und wie gesagt, Problem-Notaufnahme hier, das müssen wir definitiv regeln. Das werden wir aber auch schaffen. Auf Dauer ganz sicher. Wenn jetzt die beiden Bettenzimmer, hier die zwei Bettzimmer frei sind, dann können wir die abreißen dementsprechend. Dann können wir einmal hier nochmal ein Vierbettzimmer ausweisen. Und dann können wir die nächsten zwei Bettzimmer hier auflösen. Dann können wir hier vier Bettzimmer hinmachen. Und da freue ich mich mega drauf. Wenn wir das geschafft haben, können wir wahrscheinlich gut Platz sparen und dementsprechend mehr Patienten natürlich aufnehmen. Ich hoffe, sie sind soweit zufrieden hier. Aber die scheinen eigentlich hier nichts gegen zu haben. Das Einzige, was sie am Problem haben, ist ja kontinuierlich sitzen. Das war der Warteraum, ne? Das ist das Problem. Ansonsten sind sie super zufrieden. Hier, die kriegen auf jeden Fall noch später auf Dauer die modernen Betten, das ist auch klar. Aber das wird definitiv irgendwann der Fall sein, ne? Kriegen wir hin. Gut, in dem Sinne, aber wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.